Herzlich willkommen zu unserem neuen Videoblog. Heute handelt es sich um das E-Werk-Konzert, unsere CD-Präsentation der Zwei Welten, zweiter Teil, instrumentiert. Wir haben mit der Band ganz viel geübt, es hat einen Wahnsinnsspaß gemacht und hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Viel Spaß! Ja, das ist extrem besonders heute, der Gig im E-Werk, weil ja, weil wir wirklich zum ersten Mal mit den Songs, mit den eigenen Songs, ne, mit einer, so einer guten Band zusammen musizieren dürfen. Das ist eine riesen Freude. Es ist dann auch aufregend, aber es ist vor allem auch eine Freude. Wir hatten eine Probe, wo wir mit den Jungs da oben auf der Bühne geprobt haben. Der Anfang war hart bis haarig, sagen wir mal. Also war nicht so leicht, wie ich mir es vorgestellt hatte. Weil man dann doch auf einmal merkt, was bedeutet wir dann, wenn man noch mehr Informationen aufs Ohr bekommt, außer den anderen Vieren, die man sonst immer schon auf dem Ohr hat. Jetzt bekommt man noch Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und all sowas aufs Ohr, was einen dann nochmal wieder verwirren kann. Am Ende der Probe war es sehr gut, insofern bin ich heute guter Hoffnung, dass es gut wird. Die Nervosität weicht jetzt einer gewissen Unlockerheit bei mir, weil das irgendwie hier, wir hängen total und es gibt technische Probleme. Und wir hätten seit einer halben Stunde auf der Bühne sein sollen. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr auf ein Konzert gefreut, wo so viel Neues passiert ist. Ich bin hauptsächlich überrascht, wie toll das funktioniert und wie gut das auch geklappt hat schon in der Probe, dass man diese beiden Welten, wirklich die beiden Welten zusammenpacken kann. Und wir haben dafür viel geübt, aber trotz allem, muss ich sagen, hat das sehr schnell, sehr reibungslos gefluppt. Die neue CD, ich finde sie gut, also ich habe sie mir gekauft und bin jetzt mal gespannt, was mit der instrumentalisierten Fassung bin ich noch. Ja, lass ich mich überraschen. Das ist eine super Ergänzung zum Programm, also kann man nicht anders sagen. Also ich bin froh, dass Sie mal eine ganz neue Sache angefangen haben und damit Ihr Repertoire auch erweitern. Also ich freue mich drauf. Ja, den Jugendtraum, den hatten viele Schülerbands früher und hatten die Weißgeister auch. Und das, was die Weißgeister ausmachte, nämlich A Cappella, ist weg dann. Ich bin da sehr skeptisch. Ich habe davor, glaube ich, auch schon mal was gehört mit Instrumenten und mir hat es auch gut gefallen. Ich finde allgemein, dass Sie echt extrem gut singen können, deswegen finde ich beides gut. Ich weiß nicht, was ich will, ich kann mich nie entscheiden. Ich versuchte, das entscheid, glücklich zu vermeiden. Ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nur eins, ich leide. Stehen zwei Sachen mir zur Wahl, will ich keine oder beide. Denn es macht immer irgendwie Spaß, Musik zu machen und Töne zu erzeugen. Und wenn das so ein spezielles Event ist, dann ist da noch ein bisschen mehr so ein Kitzel oder Kribbel dabei. Das ist schon schön. Ich glaube, das Spannende an der Geschichte ist, die Jungs, die machen sich ja echt Mühe, dass diese A Cappella-Sachen fett klingen. Und einmal zeigen, was damit eigentlich gemeint ist in Instrumenten. Das ist das Spannende. Ich bin aus Hirt! Ich bin aus Hirt! Go, go! Stunden, lasst ihr mich in Ruhe. Schön,
habe bei... Das war Schweine, Scheiße, Rattengeil. Ich habe bei Schönen Guten Morgen zum Beispiel, bin ich... Jetzt kommt die Geschichte. Wow. Da bin ich abgegangen wie Schmitzkatze. Bei Schönen Guten Morgen bin ich total rumgesprungen auf der Bühne und hatte viel mehr Luft, als das bei der A Cappella-Version der Fall ist, obwohl ich genau dasselbe eigentlich theoretisch gesungen habe. Und keine Ahnung. Luft. Man sagt ja oft, ich habe keine Luft mehr. Ne? Aber er hatte volle Luft. Ja. Ich habe die Band bei Hürth förmlich gehört, wie sie hinter mir in der ersten Strophe auf ihre Plätze geschlichen sind. Und es war so geil. Ich habe mich so drauf gefreut, auf den Moment, wo die richtig losrocken, weil ich wusste, das gibt einfach nochmal so einen richtigen Schub. Das gibt so ein richtiges Brett voll auf die Mappe, voll auf die 12 fürs Publikum. Und das war eigentlich die beste Art und Weise, wie wir die Band einführen konnten. Es gab keine andere Möglichkeit. Weil wenn wir die irgendwie vorgestellt hätten, gesagt hätten, und das ist die Band, dann hätten alle gedacht so, ja, komm Jungs, ihr seid eine A-Cappella-Gruppe, was macht ihr jetzt mit einer Band? So, und das war einfach, ja, just do it. Ja? Und dadurch haben wir die Leute überzeugt. Sobald man so ein Ding in der Hand hat, ne, ein Mikro in der Hand hat und da rein singt als Hauptstimme, ist die Gefahr groß, dass man ganz schnell auf der Dieter Thomas Heck Hitparadenschiene landet. Ne? Das habe ich heute auch gemerkt. Da habe ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich bin ja kein Poser. Aber als man da stand, da macht man was. Und ich habe auch selber zwischendurch gedacht, oh, was war das jetzt? Aber es hat einen riesen Spaß gemacht. Es hat musikalisch alles geklappt, das ist ja immer noch das Wichtigste. Und es ist von den Leuten auch sehr gut angenommen worden. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber ein bisschen awkward, ja. Macht das Radio an und dreh richtig laut auf. Wir fahren durch den Sommerregen der Sonne entgegen. Macht das Radio an, wir fahren immer weiter raus. Einfach immer geradeaus, wie sich die Wolken wegbewegen. Sie waren deutlich nervöser als sonst. Ich war jetzt auch vor ein paar Wochen im Tanzboden. Das war dann doch noch ein bisschen was anderes. Aber ich habe es sehr genossen. Ja, es war vor allen Dingen mal richtig cool, mit dem Publikum zu stehen. Und ich habe mich so in der zweiten Hälfte nach vorne gedrängelt dann. Und vorne war wirklich eine riesengroße, tolle Stimmung. Und man hat richtig gemerkt, dass die Wise Guys total viel Spaß dran hatten. Also mit der Band, das war natürlich auch eine totale Abwechslung irgendwie. Und ich finde auch, das Publikum hat das sehr, sehr gut aufgenommen. Ja, da ich tendenziell mehr Rock'n'Roll höre, ja, ging für mich persönlich das Herz in der zweiten Hälfte mehr auf. Es ging mir ab. Instrumentiert war sehr gut. Fand ich gut. Frisch, neu, prickelnd. Ja, es war toll. Wie immer. Alles prima. Also auch die instrumentierte Variante hat dir besser gefallen, als du selbst gedacht hast? Ja, war super auf jeden Fall. Aber trotzdem der A-Cappella-Teil noch ein bisschen besser. Diese die Idee zwei Welten, ganz toll. Also was sagt ihr dazu? Ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht mehr staunen.